In diesem Video geht es um ein paar Beispiele für das perfekt-bayesianische Gleichgewicht. Hier ist das erste Beispiel. Wir haben hier ein Spiel mit drei Spielern. Spieler 1 hat die Wahl zwischen A und D. Wenn er A wählt, ist das Spiel sofort zu Ende. Wenn er D wählt, kommt Spieler 2 dran. Der kann links oder rechts wählen. Spieler 3, der nun nicht weiß, was Spieler 2 gewählt hat, deswegen die Informationsmenge, wählt dann zwischen Linksstrich und Rechtsstrich. So, wie findet man hier jetzt erstmal das richtige Gleichgewichtskonzept? Wir sehen, es ist ein Spiel, das ist sequenziell und es hat imperfekte Informationen. Also ganz klar, wir brauchen hier das perfekt-bayesianische Gleichgewicht. Wie findet man jetzt hier die perfekt-bayesianischen Gleichgewichte? Das Schöne an dieser Formulierung mit den Beliefs ist, dass wir tatsächlich jetzt doch Rückwärtsinduktion machen können. Der Vorteil ist also, dass wir an diesen Informationsmengen jetzt Beliefs hinschreiben und dann können wir Rückwärtsinduktion machen. Und zwar insbesondere behaupte ich jetzt mal, dass wenn der Belief P von Spieler 3 an dieser Stelle hier kleiner ist als ein Drittel, dann ist für ihn Linksstrich eine beste Antwort. Wie kann man das sehen? Ganz einfach, man überlegt sich, für welche Ps würde er Linksstrich wählen. Das ist nämlich dann, wenn P mal 1 plus 1 minus P mal 2 ihm mehr gibt als das, was er mit rechts, also das ist die Auszahlung von Linksstrich und das ist die Auszahlung von Rechtsstrich. Wenn er Rechtsstrich wählt, dann kriegt er 3 mal p und 2 mal und 1 mal 1 minus p. Und wenn ich das jetzt hier noch ein bisschen vereinfache, da kann ich hier einmal 1 minus p wegstreichen und hier kann ich einmal p wegstreichen, dann komme ich eben auf dieses p kleiner gleich 1 Drittel. Also für p kleiner gleich 1 Drittel ist tatsächlich Linksstrich die beste Antwort. Und für p größer gleich 1 Drittel wäre Rechtsstrich die beste Antwort. Wenn p genau gleich 1 Drittel ist, ist sowohl Linksstrich als auch Rechtsstrich eine beste Antwort. Dann könnte der Spieler 3 sogar mischen. Und das wäre dann eventuell die Basis für ein gemischtes Gleichgewicht. Aber das suchen wir hier jetzt nicht. Wir suchen jetzt erstmal nur die reinen perfekt-bayesianischen Gleichgewichte. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erster Fall wäre, p ist kleiner 1 Drittel oder kleiner gleich 1 Drittel. Das bedeutet, dass Linksstrich die beste Antwort ist. Das heißt, wir können also schon mal das hier einsetzen. Wir wissen, der Spieler 3 wird hier Linksstrich spielen. Und jetzt können wir einfach Rückwärtsinduktion machen. Denn jetzt können wir uns überlegen, was wird der Spieler 2 nun wählen? Der Spieler 2 kann entweder links wählen, dann kriegt er 2, weil er ja weiß, Spieler 3 macht hier Linksstrich, oder er wählt hier rechts und dann würde er 1 kriegen. Also ist für ihn links die beste Antwort. Und jetzt können wir jetzt sagen, das hier weiter vervollständigen. Jetzt wissen wir also schon, das hier wird passieren in diesem Fall. Was wird dann Spieler 1 tun? Spieler 1 hat jetzt die Wahl zwischen A und D. Wenn er A wählt, kriegt er 2. Wenn er D wählt, kriegt er nur 1, also wird er natürlich A wählen. Und damit haben wir unseren Kandidaten für ein Gleichgewicht, die Strategienkombination A, links und Linksstrich. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass P eben nun größer ist als 1 Drittel, größer gleich 1 Drittel. Dann ist R' die beste Antwort. Und jetzt wird der Spieler 2 sich wieder überlegen, was macht er. Er hat wiederum links, da wird er 3 kriegen, mit rechts würde er 1 kriegen, also wird er wieder links wählen. Und Spieler 1 wird sich jetzt überlegen, wenn er jetzt D wählt, dann kriegt er 3 und sonst nur 2, also wählt er D. Und damit hätten wir die zweite Kombination. Also jetzt haben wir zwei Möglichkeiten für reine perfekt-bayesianische Gleichgewichte. Das sind erstmal nur die Strategien, da fehlen natürlich noch die Beliefs und außerdem müssen wir die Forderungen noch überprüfen, aber diese beiden sind schon mal die einzigen Kandidaten. Und die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Der erste Kandidat wäre D L R'. Und jetzt kommt gleich ein wichtiger
eine richtige Einsicht. Die Informationsmenge ist jetzt auf dem Gleichgewichtspfad. Die Infomenge ist auf dem Gleichgewichtspfad. Und das bedeutet, dass wir unseren Belief jetzt über die Bayesche Regel bilden müssen. Wir können es, aber hier ist das ein reines Gleichgewicht, ist es super einfach. Wenn der Spieler 3 weiß, er kommt dran hier und der Spieler 2 spielt hier aber links, dann gibt es für ihn nur eine Möglichkeit. Er muss an diesem linken Knoten sein und das heißt, sein Belief ist festgenagelt auf 1. Er darf nicht erwarten, dass er hier am rechten Knoten ist. Das wäre nicht kompatibel mit der Strategie von Spieler 2. Also wenn er erwartet, dass der Spieler 2 hier links spielt, muss sein Belief P gleich 1 sein. Und das liegt einfach daran, weil das die Informationsmenge auf dem Gleichgewichtspfad ist. So, das heißt, wir hätten also jetzt Forderung 1 haben wir geprüft. Wir wissen, der Spieler 3 hat ein Belief an dieser Stelle und dieser Belief ist 1. Das könnte auch irgendein anderer Belief sein, aber erstmal für Forderung 1 muss er nur ein Belief haben. Dann brauchen wir Forderung 2. Forderung 2 heißt sequentielle Rationalität. Das haben wir eigentlich schon so mehr oder weniger überprüft, weil wir wissen, Spieler 3 spielt sequentiell rational für den Belief, wenn P größer gleich ein Drittel ist und das insbesondere natürlich dann auch, wenn P gleich 1 ist. Denn wenn P gleich 1 ist, dann ist er hier und dann vergleicht er nur die 3 und die 1 und dann macht er mit R' das Richtige. Das heißt also, Spieler 3 spielt das Richtige für seinen Belief. Spieler 2 haben wir ja auch schon eine Rückwärtsinduktion ermittelt, der macht auch das Richtige. Und bei Spieler 1 ebenfalls, wir wissen, der mit D liegt er besser, das heißt also auch er ist sequenziell rational. Und dann bleibt noch F3 und F3 haben wir ja gerade gecheckt, wenn P gleich 1 ist, dann ist es kompatibel mit der Bayeschen Regel, das heißt auch das ist erfüllt. Jetzt kann man sich noch fragen, wie sieht es aus mit F4? F4 ist hier nicht relevant. Die Forderung ist also leer. Warum nicht? Weil es keine Informationsmenge gibt, die nicht auf dem Gleichgewichtspfad liegt. Das heißt, wir haben hier alles überprüft und damit festgestellt, dieses Gleichgewicht DLR' mit P gleich 1 als Belief ist perfekt bayesianisch. Alles klar. Erstes Gleichgewicht überprüft. Jetzt können wir das zweite Gleichgewicht überprüfen. Das zweite Gleichgewicht war, dass hier A gespielt wird. Das Spiel wird also sofort beendet. Und wenn nicht, dann würde die Spieler hier unten L und L' wählen. So, jetzt wissen wir nichts über diese Beliefs hier, weil die sind nicht auf dem Gleichgewicht zugefahren. Deswegen können wir sie erstmal so frei wählen und wir wählen sie natürlich so, dass also jetzt P kleiner gleich ein Drittel ist, womit L' tatsächlich eine beste Antwort ist. Das haben wir ja gerade ermittelt. Das heißt, wir wissen jetzt, die Forderung 1 ist nach wie vor erfüllt. Wir haben ein Belief. Die Forderung 2, sequentielle Rationalität, ist das hier erfüllt. Wir wissen für Spieler 3, machen wir es wieder rückwärts, L' ist die beste Antwort für P kleiner gleich ein Drittel und das wäre hier der Fall. Ich gebe hier übrigens eine ganze Menge an Beliefs an, weil der Belief ist nicht festgeklopft durch die Gleichgewichtsstrategien. Dann muss man die ganze Menge angeben, für die das gilt. Das wären also, man könnte auch streng genommen sagen, das sind jetzt eine ganze Komponente von Gleichgewichten. Das sind also auch unterschiedliche Gleichgewichte, könnte man sagen. Dann kommen wir jetzt zu Spieler 2, der macht mit L auch das Richtige. Und gegeben, die beiden Spieler spielen hier unten L und L', ist natürlich auch das, was der Spieler 1 macht, die richtige Antwort. Also auch das ist erfüllt, Forderung 2 ist erfüllt. Forderung 3 ist hier leer, weil die Informationsmenge eben nicht auf dem Gleichgewichtspfad liegt. Das heißt, wir können auch keine Beliefs bilden, entsprechend der Bayeschen Regel. Und jetzt kommen wir zu Forderung 4. Und da ist es jetzt besonders interessant. Das ist nämlich jetzt das erste Mal, wo wir sie wirklich anwenden können. Und das machen wir jetzt einfach nur intuitiv. Warum ist die Forderung 4 hier verletzt? Die Forderung 4 ist nicht verletzt, weil
wir annehmen, dass der Spieler 2 hier ja links spielen soll. So, gleichzeitig soll aber der Spieler 3 glauben, dass er mit P kleiner gleich ein Drittel hier ist. Er glaubt also, er ist eher auf der linken Seite, obwohl der Spieler 2 links spielt. Das macht natürlich keinen Sinn, das ist nicht kompatibel mit der Strategie von Spieler 2. Man kann natürlich überhaupt nur dieses Teilspiel erreichen, wenn der Spieler 1 von seiner Strategie mal abweicht und einen Fehler macht. Aber selbst wenn er den macht, würde natürlich der Spieler 2 immer noch links wählen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier zu landen müsste auf jeden Fall deutlich größer sein als die Wahrscheinlichkeit auf der rechten Seite zu landen. Das heißt, P sollte nicht kleiner gleich ein Drittel sein, sondern mindestens größer ein halb, eigentlich sogar nahe an 1. Das heißt also, das ist falsch. Dieser Belief hier ist nicht kompatibel mit der Bayesian Regel in diesem Fall und das wäre eine Verletzung von F4. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieses Gleichgewicht hier nur ein schwach perfekt bayesianisches Gleichgewicht ist, weil es die ersten drei Forderungen erfüllt, aber kein perfekt bayesianisches Gleichgewicht. Okay, und da wir das jetzt alles schon per Rückwärtsinduktion erschöpfend gelöst haben, sind das die beiden einzigen reinen perfekt bayesianischen Gleichgewichte, wobei das zweite hier nur ein schwach perfekt bayesianisches Gleichgewicht ist. Okay, hier kommt das zweite Beispiel. Hier ist erstmal sozusagen die Geschichte, das ist noch nicht unser ganzer Spielbaum. Wir stellen uns vor, es gibt einen Herausforderer für eine Firma in einem Markt und es gibt einen Platzhirsch. Der Herausforderer droht in diesen Markt einzutreten und der Platzhirsch würde ihn gern verteidigen. Er kann ihn verteidigen, indem er einen Preiskampf auslöst. Oder er kann aber auch nachgeben. Der Herausforderer kann aufgeben von vornherein, dann bleibt alles wie gehabt. Der Herausforderer bekommt dann eine Auszahlung von 0 und der Platzhirsch behält die Auszahlung von 2. Wenn der Herausforderer in den Markt eintritt, im Fall eines Preiskampfes geht es übel aus für beide. Beide kriegen eine Auszahlung von minus 1. Wenn er nachgibt, bekommen beide die Hälfte des Gewinns und also einen Gewinn von 1 für beide. Das ist die Geschichte. Jetzt haben wir eine kleine Variante. Es gibt nämlich auch, das ist unser linker Baum hier, den wir gerade gesehen haben, aber es gibt auch einen Crazy Platzhirsch. Das heißt, das ist einer, der ist ein bisschen verrückt, der genießt den Kampf. Der kriegt hier auch einen positiven Nutzen, selbst wenn er den Preiskampf auslöst. Oder gerade wenn er diesen Preiskampf auslöst. Deswegen ist er ein bisschen verrückt. Also das ist der einzige Unterschied. Rot markiert hier die Auszahlung von minus 1 beim rationalen Platzhirsch und beim Crazy Platzhirsch. Der genießt den Kampf. Der freut sich eben drüber. Kriegt dann also eine Auszahlung von 2. Und dieser wird sich natürlich anders verhalten, wenn es dazu kommt, wenn der Herausforderer in den Markt eintritt. Jetzt ist das Problem, der Herausforderer weiß nicht, ob er den rationalen Platzhirsch vor sich hat oder den Crazy Platzhirsch. Da kommt jetzt also unsere unvollständige Information her. Und deswegen werden wir das verwandeln in ein Spiel mit imperfekter Information, bei der die Natur zuerst zieht, und zwar den Typ des Platzhirsches. Also hier Natur zieht zuerst mit Wahrscheinlichkeit P ist der Typ ein rationaler Typ und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P ist der Typ ein crazy Typ, der hier unten die 2 hat. Der Herausforderer, wie gesagt, weiß nicht, welcher Typ da vorliegt, deswegen ist hier die Informationsmenge. Und dann sieht der Rest des Spiels genauso aus, wie wir das gerade gesehen haben. So. Dieses Spiel kann man nun etwas vereinfachen, und zwar durch Rückwärtsinduktion. Wir wollen ja eigentlich wieder, weil es ist ja ein sequenzielles Spiel mit imperfekter Information, wir wollen eigentlich natürlich die perfekt bayesianischen Gleichgewichte haben, aber wir wissen, die implizieren ja immer auch Teilspielperfektheit. Und deswegen
Wenn ich sowas sehe, dass ich hier unten ein richtig schönes Teilspiel habe und hier auch eins, dann kann ich natürlich von vornherein das auch schon mal reduzieren, das Spiel, und einfach hier die Rückwärtsinduktion anwenden. Das mache ich. Wenn ich hier die Rückwärtsinduktion anwende, dann sehe ich, dass der Spieler, der Platzhirsch, wird auf jeden Fall hier nachgeben und hier kämpfen. Das heißt, diese anderen Aste kann ich einfach wegstreichen und die Entscheidung des Platzhirsches ist eigentlich ganz eliminieren, denn der ist sozusagen vorhersehbar, der ist ganz klar, was er macht. Und dann kriegen wir das reduzierte Spiel. Wir wissen also, Rückwärtsinduktion wegen sequentieller Rationalität impliziert das, dass die sich so verhalten müssen, dass der Platzhirsch sich so verhalten muss. Und damit haben wir jetzt hier ein reduziertes Spiel. Das ist eigentlich fast nur noch ein Ein-Personen-Spiel, ja, weil das nur noch der Herausforderer agiert gegen die Natur. Okay, was wird er tun? Naja, er muss Beliefs haben, klar. Er braucht die Beliefs, die er hier hat. Nennen wir sie so wieder so P mit so einer eckigen Klammer. Und wir haben aber auch diese a priori Wahrscheinlichkeit, dass die Natur den Typ auswählt. Und das muss natürlich dasselbe sein, denn diese Informationsmenge wird wegen F3 auf jeden Fall auf dem Gleichgewichtspfad liegen. Es geht ja gar nicht anders. Und damit muss natürlich der Belief, ich benutze jetzt hier sogar denselben Buchstaben, muss auch P sein. Ja? Das heißt, der Belief ist hier vollkommen klar, er muss dem a priori Belief entsprechen. So, und jetzt können wir einfach die erwarteten Auszahlungen berechnen. Wenn der Herausforderer nun out wählt, dann kriegt er 0 in beiden Fällen. Und wenn er in wählt, kriegt er 1 mit Wahrscheinlichkeit p und minus 1 mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p macht 2p minus 1. Oder wenn wir diese Ungleichung auflösen, sehen wir, dass sofort das 1 rüberbringen ist dann p kleiner gleich 1/2. Das heißt, für p kleiner gleich 1/2 ist es besser rauszugehen. Und für p größer gleich 1/2 ist es besser reinzugehen. So, und jetzt können wir schon das Ganze als perfekt-bisonisches Gleichgewicht hinschreiben. Wir wissen schon mal ein paar Sachen über die Strategie. Wir wissen zum Beispiel, dass hier auf jeden Fall das gewählt wird und dass hier aus Rückwärtsinduktion das gewählt wird. Was der Herausforderer nun tut, das hängt davon ab, welchen a priori Belief da ist. Und das können wir ganz einfach aufteilen. Wir können also sagen, für p größer gleich 1/2 wird er in den Markt eintreten. Also dann macht er in und hier auch natürlich. Hier wird auf jeden Fall nachgeben sein und da wird auf jeden Fall Kampf sein. Für p größer gleich, ich habe hier geschrieben nk für, weil der Platzhirsch hat ja zwei Informationsmengen oder Knoten, an denen er sich entscheidet. Das ist der linke Knoten, da wird er nachgeben und am rechten Knoten, also links ist hier sozusagen. Und das ist rechts. Am rechten Knoten wird er immer kämpfen. Also die Strategie NK steht für nachgeben, wenn man rational ist, und kämpfen, wenn man der crazy Typ ist. Und dann müssen wir natürlich auch noch hinschreiben, was ist der Belief des Spielers, der hier eine Informationsmenge hat, eine echte, nämlich den Herausforderer. Und dieser Belief muss einfach dem P entsprechen. Was immer es ist, wenn p größer gleich 1/2 ist, ist das ein perfekt-bisonisches Gleichgewicht. Und dann gibt es noch den Fall, dass p kleiner gleich 1/2 ist, dann würde der Herausforderer auf jeden Fall out spielen. Der Platzhirsch macht immer noch das Gleiche, nämlich nk. Und der Belief muss auch wiederum p sein. Das wären die beiden Möglichkeiten. Man beachtet, dass die nie gleichzeitig existieren, außer genau für p gleich 1/2. Dann existieren beide Gleichgewichte gleichzeitig. So, dann hätten wir unser drittes und letztes Beispiel.
nämlich Seltens Pferd. Und das heißt so aus offensichtlichen Gründen. Das Ganze sieht eben so ein bisschen aus wie ein Pferd. Und es fängt auch etwas ungewöhnlich an, nämlich hier ist der Anfangsknoten. Das ist der Anfangsknoten, da geht Spieler 1 los. Und er kann entweder A oder D spielen. A steht immer für Across und D für Down. Spieler 2 kann das ebenfalls tun. Also das sollen hier so ein bisschen Pfeile sein, damit klar ist, in welche Richtung das geht. Wenn Spieler 2 auch Across spielt, dann ist das Ganze zu Ende. Wenn er Down spielt, kommt Spieler 3 dran. Und Spieler 3 weiß jetzt nicht, wie er da hingekommen ist, ob er direkt auf dem direkten Wege hier hingekommen ist oder über den Umweg über Spieler 2. Das kann er nicht wissen. Und Spieler 3 kann dann nur links oder rechts wählen. So, wie findet man jetzt hier wiederum die perfekt brillanten Gleichgewichte? Man kann das wiederum durch Rückwärtsinduktion machen. Man kann sich überlegen, für welche P wird der Spieler 3 links oder rechts wählen. Und das kann man jetzt wieder leicht sehen, wenn man einfach vergleicht die Auszahlung, die er mit links bekommt, nämlich entweder 2 oder 0 oder mit rechts 0 oder 1. Dann sieht man vielleicht schon fast zum Hingucken, dass wenn p kleiner gleich ein Drittel ist, dass dann rechts die beste Antwort ist. Und umgedreht ist links die beste Antwort für p größer gleich ein Drittel. So, das heißt, wir hätten jetzt mal hier einen Kandidaten, wo er, sagen wir mal, rechts spielt. Und ich kann das ausprobieren und einfach systematisch durchprobieren oder man geht weiter mit Rückwärtsinduktion vor. Ich versuche es jetzt mal hier, indem ich es einfach mal versuche. Angenommen, Spieler 1 spielt hier Across. Was sollte Spieler 2 an der Stelle jetzt tun? Bezüglich unter der Annahme, dass Spieler 3 hier unten rechts spielt, ist ganz klar, Spieler 2 möchte hier eigentlich auch Across spielen, weil da kriegt er 1 und da unten kriegt er ja nur 0. Und jetzt hätte ich schon einen Kandidaten für einen Gleichgewicht, nämlich A von Spieler 1, A von Spieler 2 und rechts von Spieler 3. Außerdem müssen die Beliefs so sein, dass sie die Entscheidung von Spieler 3 rechtfertigen. Das tun sie hier, weil wir gerade gesehen, für p kleiner gleich ein Drittel ist rechts okay. Das heißt, wir können jetzt der Reihe nach durchgehen. Forderung 1 ist erfüllt, weil wir haben ein Belief für Spieler 3. Forderung 2 müssen wir jetzt nochmal prüfen. Forderung 2 haben wir eben gerade schon geprüft für Spieler 3, ist okay. Wenn der glaubt, dass er mit Wahrscheinlichkeit p kleiner gleich ein Drittel an diesem Knoten ist, dann ist rechts für ihn das Bessere. Spieler 2 haben wir quasi auch schon überprüft, nämlich wenn der hier abweichen würde und D spielt, dann würde er anstatt 1 0 bekommen. Auch richtig. Und Spieler 1 könnte jetzt auch noch abweichen von A nach D. Dann würde er aber 0 bekommen anstatt 1. Ebenfalls korrekt. Wie sieht es aus mit Forderung 3? Nun, die Informationsmenge ist nicht auf dem Gleichgewichtspfad, das heißt, das ist leer. Forderung 4. Das ist jetzt interessant. Ist der Belief von p kleiner gleich ein Drittel gerechtfertigt? Ich würde behaupten, der ist okay. Warum ist er okay? Naja, wir wissen ja nicht, wie kommen wir denn hin zu Spieler 3? Jetzt die Informationsmenge von Spieler 3. Entweder, wenn Spieler 1 einen Fehler macht und dahin abweicht, oder wenn Spieler 2 einen Fehler macht und dahin abweicht. Wir wissen nichts darüber, wer jetzt mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Fehler macht, und deswegen können wir einfach Beliebiges annehmen. In diesem Fall nehme ich einfach an, dass Spieler 2 mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit den Fehler macht. Und damit könnte man diesen Belief von p kleiner gleich ein Drittel rechtfertigen. Ja, wir wissen nichts darüber, also ist jede. Man könnte natürlich auch das Umgedrehte annehmen, das wäre auch gerechtfertigt, aber dann hätten wir kein Gleichgewicht. Also die Tatsache, dass uns hier das Spiel nichts vorschreibt, heißt, wir können ein Belief auswählen, wie auch immer wir wollen. Damit hätten wir alle Bedingungen. Damit hätten wir jetzt alle Bedingungen überprüft.
Das ist ein perfekt bisonisches Gleichgewicht. Okay, so, jetzt gucken wir uns eine zweite Möglichkeit an, nämlich die Möglichkeit, dass der Spieler 3 hier unten links spielt. Okay, das ist auch möglich. Nun könnte Spieler 1 hier zum Beispiel Down spielen und Spieler 2 A. So. Jetzt können wir eine Sache sofort schon mal sehen. Dadurch, dass jetzt die Informationsmenge von Spieler 3 auf dem Gleichgewichtspfad ist, muss der Belief jetzt durch die Bayesche Regel festgelegt werden. Und es ist jetzt auch vollkommen klar, der einzige Weg, wie Spieler 3 erreicht wird, ist, indem Spieler 1 hier D spielt. Das heißt, er muss an diesem Knoten sein. Der rechte Knoten kann nur erreicht werden, falls Spieler 2 einen Fehler macht. Aber wenn Spieler 1 ganz normal entsprechend seines Gleichgewichts spielt, dann landet er hier am linken Knoten. Und damit muss P gleich 1 sein. Wenn P gleich 1 ist, wissen wir, es ist tatsächlich eine beste Antwort, weil P größer gleich ein Drittel. Ist hier links die beste Antwort für P gleich 1, also ist links die beste Antwort. Ist, man kann es auch so einfach hier sehen, 2 ist besser als 0. Also Spieler 3 möchte auf jeden Fall links spielen. Das heißt, wir hätten jetzt wiederum Forderung 1 erfüllt. Forderung 2 für den Spieler 3 ist okay. Wie sieht es aus für den Spieler 2? Spieler 2 soll hier A spielen. Wenn er hingegen zu D abweichen würde, dann würde er vorausgesetzt, jetzt muss man genau aufpassen, wie sequentielle Rationalität definiert ist. Sequentielle Rationalität bedeutet, gegeben, dass die Infomenge erreicht wird, also gegeben, wir sind an diesem Punkt hier, könnte Spieler 2 sich verbessern. Und das stimmt natürlich, er kann sich verbessern, denn hier kriegt er nur eine 1 und hier würde er sogar 4 kriegen. Das heißt, gegeben Spieler 2 würde erreicht werden, möchte er nicht A spielen, sondern D. Und das heißt, das ist nicht erfüllt. Und dann können wir eigentlich schon aufhören, denn wenn wir einen Widerspruch gefunden haben, wissen wir, das kann kein Gleichgewicht sein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann spielt der Spieler 3 halt nicht. Er spielt der Spieler 2 halt nicht A, sondern er spielt einfach D. Okay, können wir machen. Aber wenn der Spieler 2 hier D spielt, dann möchte nämlich Spieler 1 auch nicht mehr D spielen, sondern er möchte abweichen. Und hierüber, er möchte nämlich dann auch die 4 kriegen. Und schon gehen wir in so einen Zyklus und dann werden wir sehen, am Ende haben wir kein Gleichgewicht. Jeder Spieler möchte irgendwie abweichen und damit ist dieses hier kein perfekt bayesianisches Gleichgewicht. Aber dieses hier ist ein Nash-Gleichgewicht, also dieses DAL ist ein Nash-Gleichgewicht. Und da es in diesem Spiel hier überhaupt kein Teilspiel gibt, ist es auch ein teilspieleffektes Nash-Gleichgewicht. So, das war's mit diesen drei Beispielen.